In meinem letzten Video habe ich ja bereits erwähnt, dass ich euch gerne die Aquarellfarben von VH Aquarell vorstellen möchte. Das sind die, die ich bereits habe. Plus die Pröbchen, die dabei waren, die quasi doppelt sind. Und natürlich war das Video eine gute Ausrede, um mir noch mehr kaufen zu können. Oder viel mehr kaufen zu müssen. Hier ist nämlich noch Platz. Und dachte mir, ich möchte auch quasi von der ganzen Palette was ausprobieren und habe mir deswegen noch etwas besorgt. Ich hatte noch 8 freie Plätze, deswegen habe ich mir noch 8 Farben bestellt. Und immer dabei sind so ein paar zufällige Proben. 2 Visitenkarten, und zwar einmal von der Künstlerin Victoria Hilbrecht selbst und dann noch eine Visitenkarte von ihrem Unternehmen, VH Aquarell. Und dann ist hier noch eine Tipps für die beste Lagerung und die beste Verwendung. Die Farben hier, die hatte ich in einem Set gekauft. Das war so ein Herbstfarben-Set. Aus. Ich wollte alles mal ausprobieren, quasi jedes Produkt, was sie hat, und deswegen habe ich mir hier Honigfarben gekauft, 3 Stück, wobei ich glaube, die hier müssten auch Honigfarben sein, das bringe ich natürlich noch im Laufe des Videos in Erfahrung. Die 3 sind unter der Kategorie vegane Farben zu finden und das hier ist eine Metallic-Farbe und das ist eine Chamäleon-Farbe. Normalerweise brauche ich Metallic-Farben nicht, weder bei Aquarellfarben noch bei Buntstiften. Liegt aber vor allem daran, da ich meistens finde, dass die nicht gut funktionieren. Und da mich aber diese kleinen Pröbchen schon so angesprochen, dass ich dachte, jetzt muss ich die doch mal ordentlich auch ausprobieren. Diese Pröbchen waren noch dabei. Da sind zwar immer welche doppelt dabei und ich habe die eigentlich auch alle schon, aber ist eigentlich nicht schlimm, weil die verbrauchen sich dann ja doch, die kleinen Pröbchen. Und je mehr man davon hat, umso länger muss man sich kein komplettes Näppchen kaufen. Und die sind handgemacht, das heißt nicht nur handgemacht zusammengemischt, sondern auch handgemacht gefüllt. Ich finde, man sieht es vor allem an dem hier total gut, diese Schichten, die immer, wird immer eine Schicht aufgefüllt, dann trocknen gelassen, dann die nächste Schicht drauf gemacht. Und wenn man das mal vergleicht, das ist ein Schminkenäpfchen. Das ist quasi unbenutzt, da habe ich noch einmal den Swatch mitgemacht. Da seht ihr einmal die Größe, den Unterschied, aber auch natürlich in der Füllhöhe und Füllmenge. Ich denke, das spricht schon für sich. Ich glaube, die Victoria hat auch geschrieben, dass ihre Näpfchen bis zu 20 oder 30% voller sind als die vergleichbarer Marken, beziehungsweise größer auch. Nicht vergleichbarer Marken, sondern bekannter Marken. Und ich würde sagen, wir swatchen jetzt mal ein bisschen und dabei kann ich euch ja noch mehr erzählen. Als ersten Swatch mache ich Farbkarten. Diese Idee habe ich bei Sandra von Piep Fein gesehen. Eine sehr praktische Art des Swatchens, wie ich finde, da man mit solchen Farbkarten die Farben unter anderem nebeneinander legen und miteinander vergleichen kann oder auch Farbpaletten zusammenstellen kann und ja, vieles mehr kann man damit auch noch machen. Ich nehme dazu die Farben direkt aus dem Näpfchen mit relativ wenig Farbe, um eine intensivere Farbe zu bekommen. Je nachdem, wie es sich ergeben hat, habe ich auch auf manchen Karten hellere und farbintensivere Bereiche gemacht. Kam jetzt darauf an, wie gut sich die Farbpigmente von Anfang an gelöst haben und wie die Farben mit dem Papier interagiert haben. Ich habe diese Farbkarten auf dem Aquarellblock von Kroll gemacht. Das Papier enthält 25% Baumwolle und wegen der 200 Gramm pro Quadratmeter hat sich mein Schneidebrett ja bedankt, aber das bräuchte eh mal eine neue Klinge. Bei den ganzen Honigfarben steht ja dabei, dass die an seidenmattes Finish haben sollen oder wenn sie getrocknet sind, seidenmatt glänzen sollen. Weiß jetzt nicht, ob ich das auch so beschrieben hätte. Ich finde, die sind eigentlich sogar eher ziemlich matt alle. Ich hatte es jetzt irgendwie nicht so als glänzend beschrieben. Vor allem, weil gerade die veganen Farben, zumindest im Näpfchen, sehr glänzend aussehen im Vergleich zu den Honigfarben, die ja auch schon im Näpfchen eher matt aussehen. Und ich finde auch, dass das sind die veganen Farben. Könnte ich jetzt optisch nicht unterscheiden von der Oberfläche her.
Vom Gefühl her höchstens. Hier bei den ganzen Honigfarben, finde ich, fühlt sich's an, wie als ob da so, jetzt mal übertrieben gesagt, wie als ob da so eine Staubschicht drauf wäre. Und hier bei den veganen Farben fühlt sich's an, als ob die Farbe mehr im Papier drinne wäre. Aber auch jetzt nicht. Man sieht es jetzt nicht sehr extrem. Eine Farbe fand ich ein bisschen schwierig zu verwenden, die 7001. Das ist die hier. Die hat sich irgendwie nicht angelöst. Und ich habe da irgendwie ganz wenig Pigmente rausbekommen. Das sieht man auch hier. Das hat man auch beim Malen noch mehr gesehen. Jetzt getrocknet geht's. Das könnte einfach nur ein hellbraun sein. Aber wie gesagt, ich habe da kaum Pigmente rausgekriegt im Vergleich zu den anderen Näpfchen. Was Victoria auch auf ihrer Homepage erwähnt, ist, dass durch den Herstellungsprozess können Lufteinschlüsse in den Farben sein. Ich nehme an, damit ist sowas hier gemeint. Das ist aber kein Fehler, also kein Mängel. Das ist einfach durch die Art, wie die hergestellt werden. Ich nehme an, auch durchs Schichten entsteht es einfach. Ich habe ja viele meiner Farben schon länger und benutze sie auch schon länger. Und das hier ist jetzt bis jetzt auch die einzige, die so einen großen Lufteinschluss drinne hat. Bei der Farbe hier, bei der 5001 habe ich so ein bisschen das Problem, dass sich die Farbpartikel trennen, also das Gelb irgendwie raustrennt. Das habe ich dann auch beim Malen. Das ist dann wie so eine Pollenschicht, hätte ich es jetzt beschrieben, ist dann auf dem Blatt. Und wenn man dann so drüber geht, um es wegzuwischen, man kann es so ein bisschen erahnen, mein Finger ist jetzt hier gelb geworden, weil hier oben habe ich diese Pollenschicht quasi weggemacht und dann ist mein Finger richtig gelb geworden. Und das ist halt gefährlich auf Bildern. Selbst wenn man da vielleicht mit einem trockenen Pinsel oder so drüber geht, egal mit was man das berührt, die sind so empfindlich, diese Farbpartikel, und man zerstört die und verwischt die dann übers Bild und bekommt dann so einen gelben Schleier drüber. Also das finde ich ein bisschen komisch und schade. Aber es ist bis jetzt die einzige Farbe, bei der das passiert ist. Das ist die Chamäleon-Farbe. Ich versuche irgendwie einen Winkel zu kriegen, in dem ihr das sehen könnt. Es ist einfach einzufangen. Jetzt seht ihr gerade, hier ist lila Streif. Das Grün ist am schwersten einzufangen. Jetzt sieht man es hier ein bisschen. Ich fand, das Papier hat nicht gut damit gearbeitet. Ich habe leider kein schwarzes Papier, das geeignet ist für Aquarellfarben. Das ist jetzt ein ganz normales schwarzes Papier. Das lässt schon mal erahnen, was die Farbe könnte, wenn man geeignetes Papier dafür hätte. Hier sieht man das ein bisschen besser, diesen. Hier, das ist so ein Goldgrün und dann wird es hier lila. Und das sieht nach einer ganz anderen Farbe aus. Hier sieht es ja im Grunde blau aus. Und auf dem schwarzen Papier ist ein ganz anderer Farbton, ganz anderer Effekt. Aber noch krasser ist es bei der Grün-Metallic-Farbe. Die heißt ja Aurora-Grün. Und das ist hier wirklich, ist fast auch so ein bisschen wie so ein Chamäleon-Effekt. Sie so blau-metallisch und hier so grünlich. Und ganz krass ist es auf dem Schwarzen. Das sieht es aus wie eine ganz andere Farbe. Also das ist ohne Witz, das ist die gleiche Farbe, auch wenn man sie nicht sieht. Aber da merkt man mal, was das für einen Unterschied macht. Auf was für einem Untergrund man malt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das sind im Grunde ja zwei Farben für eine. Das sind die granulierenden Farben. Was granulierend sein soll, sieht man am besten hier bei der Karte. Das ist quasi dieser Effekt hier. Der kommt hier am besten raus, finde ich. Hier sieht man es auch nochmal. Bei den anderen habe ich, glaube ich, einfach zu wenig Wasser genommen, weil der Effekt kommt eigentlich am besten vor, wenn man auch genug Wasser nimmt, dass die Farbe sich auch bewegen kann. Ich werde jetzt mit Hilfe dieser Farbkarten die Farben in die Reihenfolge bringen, in der ich die Farben dann in meinen Aquarellkasten einsortiere. Denn ich werde dann natürlich auch eine neue Swatch machen. Auf der Swatch habe ich nämlich die Farben in der Reihenfolge, wie sie dann im Kasten sitzen. Weil man natürlich nicht die Farbnummern sieht, wenn die da drin sitzen. Deswegen ist es einfacher, wenn die Swatch in der Reihenfolge der Anordnung ist. Den Aquarellkasten habe ich übrigens auch von VH Aquarell und die drei kleinen Rübenaufkleber obendrauf, die sind von der Fräulein Krusel. Das wollte ich an dieser Stelle mal erwähnen, weil die hat sich so süß darüber gefreut, dass ihre Aufkleber in meinem letzten Video schon zu sehen waren. Ach ja, und der Kasten kostet übrigens 13,90 € in der Größe für 24 halbe Näpfchen. Ich male euch auch jetzt noch eine Kleinigkeit mit den Farben. Mit den Herbstfarben male ich ja schon seit einer ganzen Weile, aber die neuen müssen natürlich auch noch ausprobiert werden. Das erste Bild male ich auf diesem riesigen Block von Hemper. Das ist 100% Hanfpapier mit 320 Gramm pro Quadratmeter.
30 mal 40 cm groß und hier als Mixed-Media-Papier deklariert. Rückblickend waren weder die Größe noch die Art des Papiers für mich als Aquarellanfängerin eine gute Wahl. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu den Farben. Victoria Hilbrecht, die Gründerin, Besitzerin von VH Aquarell, ist eine Künstlerin, die diese Farben selbst herstellt. Alle Infos, die ich euch jetzt erzähle, sind von ihrer Webseite, die verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr alles auch nochmal genauer nachlesen, wenn ihr Interesse habt. Die Farben enthalten natürliche Farbpigmente und die Bindemittel und Konservierungsstoffe sind auf Biobasis. Bei den Honigfarben ist Honig das Bindemittel und bei den anderen Farben Gummi Arabicum. Die Farben ohne Honig sind auch vegan dadurch. Das heißt, auch die Metallic- und die Chamäleonfarben sind vegan, weil die keinen Honig enthalten. Die Lichtechtheit habe ich jetzt für jede Farbe mal einzeln nachgeschaut auf der Homepage. Die Honigfarben und auch die veganen Farben haben eine Lichtechtheit von sehr gut. Die Metallic und die Chamäleonfarbe sogar von ausgezeichnet. Für die beiden letzten Arten von Farben wird die Transparenz als deckend angegeben. Lässt sich jetzt drüber streiten, ich fand das jetzt nicht unbedingt, aber kommt vielleicht auf die Anwendungsweise an oder die Definition von deckend, das weiß ich jetzt nicht. Bei den anderen Farben stand immer transparent dabei, außer das Hellblau ist halbdeckend. Ich denke, da kommt es aber auch wieder wahrscheinlich drauf an, wie viel Wasser man benutzt, deswegen weiß ich nicht, wie man jetzt die Transparenz von einer Wasserfarbe beurteilen kann. Die Honigfarben kosten einzeln zwischen 8,50 Euro und 8,90 Euro, wobei die meisten bei 8,90 Euro liegen. Das Herbstset mit den 16 Farben kostet 79,90 Euro, heißt 4,90 Euro pro Farbe ungefähr. Also hier lässt sich mit Sets auch einiges sparen. Die veganen Farben kosten einzeln 6,90 Euro, sind also 2 Euro günstiger. Ich nehme an, dass Honig schon eine relativ teure Zutat ist bei den Honigfarben. Die Chamäleonfarbe kostet 10,90 Euro und die Metallicfarben 8,90 Euro einzeln. Das klingt jetzt alles erstmal relativ teuer. Zum Vergleich bekommt man einen halben Napf Schminke Hordam Aquarellfarben in meinem Lieblings-Online-Shop für 4,99 Euro. Aber wie ihr vorhin bereits im Vergleich gesehen habt, ist bei Victoria nicht nur das Näpfchen größer, sondern auch noch wesentlich mehr drinne. Und zum anderen sind die Farben von Victoria handgemacht. Sie verwendet nachhaltige, natürliche Bio-Zutaten und achtet auf eine umweltbewusste Herstellung. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Preis meines Erachtens nicht übertrieben, sogar absolut fair, wenn auch zugegeben nicht für jeden Geldbeutel etwas. Ganz kurz zu dem Elend, das ihr hier mit ansehen müsst. Mal wieder Selbstkritik vom Feinsten. Also die Idee hinter dem Motiv ist der Gentle Frosch Montfroggery, der das Herz seiner angebeteten Libella mit einem Blumenstrauß erobern möchte. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, auf so einem großen Format malen zu müssen. Vermutlich war es die Grippe, die mich und meine Familie seit fast zwei Wochen plagt. Es hätte vielleicht funktionieren können, wenn ich nicht angefangen hätte, Bäume in den Hintergrund zu malen und nicht dann auch nach einem aufgehört hätte. Oder beziehungsweise vor allem dann hätte es vermutlich besser funktioniert, wenn ich nicht so eine eigenartige Böschung am Teichufer gemalt hätte. Hätte ich da irgendeinen anderen Übergang geschaffen, hätte es mich vielleicht nicht ganz so arg herausgefordert. Also wie dem auch sei, es ist, wie es ist, nicht zu ändern. Ich hätte das ganze Bild einfach mehr planen müssen, besser planen müssen. Dadurch, dass ich auf so einem großen Format gemalt habe, hätte ich das Ganze einfach ein bisschen zu Ende denken müssen. Aber läuft unter, wieder was gelernt. Ich habe meinen netten Gentle-Frosch aber nicht so stehen lassen können und ich musste ihn dann nochmal alleine auf einem anderen Blatt malen, auf einem kleineren Blatt. Der zweite Anlauf hat direkt gezeigt, wie sehr es auf das für einen selbst und auch das Medium richtige Papier ankommt. Auf dem habe ich mir wesentlich einfacher getan. Außerdem habe ich zwischenzeitlich einen Pinsel gefunden, mit dem mir das Arbeiten wesentlich mehr Spaß gemacht hat und es mir auch wesentlich leichter fällt. Also jetzt heißt jetzt nicht, dass ich das neue Papier und der gute Pinsel mich plötzlich zu einer guten Aquarellkünstlerin gemacht haben, aber es ist definitiv ein angenehmeres Arbeiten und ich hatte durch weniger Frust mehr Spaß und Lust weiterzuüben. Mit ein paar Tagen Abstand kommt mir das Bild jetzt auch gar nicht mehr so schrecklich vor, wie es mir während des Malens vorkam. Aber ich hätte mir vermutlich trotzdem damit einen Gefallen getan, fürs Erste nur mein Montfroggery zu malen und das hier nicht so ausarten zu lassen. Aber ich wollte halt ein paar Sachen noch einbringen, dass ich auch die Glitzerfarbe und die Metallicfarbe ausprobieren kann. Habe ich mich halt mal übernommen. Passiert schon mal. Das sind jetzt die beiden fertigen
lustigen Bilder. Im Nachhinein, so mit ein paar Tagen Abstand, finde ich, sieht es jetzt nicht so schlecht aus, wie es mir beim Malen vorkam. Also ich habe ja auch noch lange dran gearbeitet. Ja, aber wie gesagt, läuft unter der Kategorie wieder was gelernt. Ich finde eigentlich passt das Papier auch voll gut zu den Farben, weil das Papier ja so ein auch nachhaltig ist. Allein dadurch passt es schon gut zur Thematik, aber auch, es ist nicht komplett weiß. Und ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo gut erkennen kann. Wenn das Papier trocknet, dann kriegt das so kleine Sprenkel. Ein paar Sprenkel hier, die habe ich gemacht, aber das Papier selber hat auch so Sprenkel beim Trocknen. Ich finde, das passt auch sehr gut zu dieser natürlichen Optik der Farben auch. Ich weiß nicht, ob man das aus diesem Kamerawinkel erkennt, aber die Flügel glitzern auch schön von der Fee und auch der Rock. Vor allem die Flügel glitzern total toll. Das ist diese Chamäleonfarbe. Und dann ist hier nochmal mein Frosch alleine. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Verblenden von der Farbe. Da war ich aber auch wieder ungeduldig einfach. Also das war, bin ich bei dem anderen Papier ein bisschen anders vorgegangen und da war ich einfach brutal ungeduldig hier. Ich wollte euch zum Schluss auch nochmal mein kleines Aquarellskizzenbuch zeigen, denn da habe ich, als ich mir die Farben neu gekauft hatte, die direkt zum ersten Mal ausprobiert. Das habe ich nur mit dem 16 Farben von dem Herbstset gemalt. Und da muss ich sagen, ich liebe diese Farbkombi. Die kann einfach nur gut aussehen, so wie die zusammengestellt ist. Das ist so eine tolle Farbauswahl. Also diese Herbstpalette, die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Aber das sind auch einfach die Farben, auf die ich einfach total abfahre. Also ich liebe Grün in allen Varianten und dann ist da noch so ein Grün-Blau dabei und diese Gelb-Orange-Abstufungen echt toll und dieses Lila-Rot auch echt einfach meine Farben. Ansonsten kann ich diese Farben von VH Aquarell einfach nur jedem ans Herz legen, der sich mit Nachhaltigkeit in der Kunst beschäftigt, mit der auch umweltbewusst sein möchte in seiner Kunst, wer eine Künstlerin unterstützen möchte. Wer ein Einfrauunternehmen unterstützen möchte und Kunsthandwerk zu schätzen weiß. Das sind 5 sehr gute Gründe. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht erzählt. Das sind 5 sehr gute Gründe für diese Farben. Ja, sie haben ihren Preis, aber ich würde jetzt wirklich mal behaupten, dieser Preis ist gerechtfertigt und es lohnt sich auch. Und es gibt auch ein Bundle, das man kaufen kann, wo jede Menge, ich glaube 60 von diesen Farbproben enthält, wo man wirklich alles mögliche querbeet mal ausprobieren kann, um für sich die richtigen Farben zu finden. Es gibt wirklich jede Menge Möglichkeiten, sich da auszutoben und auszuprobieren. Vielleicht kennt ihr die Farben ja auch schon und habt schon Erfahrungen damit gemacht. Dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren teilen. Würde mich sehr interessieren, wie ihr die Farben findet. Ansonsten sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch dafür, dass ihr es angeschaut habt. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß beim Kreativsein und bis zum nächsten Video.